Hallo zu einem neuen Videotutorial von Wolfilms. Heute dreht sich alles um den perfekten Filmton. Ihr wisst, der Ton ist die halbe Miete und wir zeigen euch jetzt 5 Möglichkeiten, wie ihr den Ton passend zum Bild in euer Smartphone bekommt. Los geht's! Die erste Möglichkeit, um einen perfekten Ton zum Bild in euer Smartphone zu bekommen, ist natürlich die Verwendung eines Aufsatzmikrofons. Hier zum Beispiel das VideoMic von Rode. Das könnt ihr einfach auf euren Blitzschuh draufschrauben. Zum Beispiel, wenn ihr mit dem Smartphone und einem Rig filmt. Den Tonpegel könnt ihr ganz einfach in eurer App, zum Beispiel der App Filmic Pro, entsprechend aussteuern, dass es nicht übersteuert und auch nicht zu leise wird. Mit einer optionalen Anschraubplatte könnt ihr ein externes Mikrofon auch ganz einfach an jedem Gimbal befestigen. Einfach hier auf die Blitzschuhhalterung aufschrauben und dann direkt in den Mikrofoneingang einstecken. Und schon seid ihr einsatzbereit. Wenn ihr ein externes Mikrofon verwendet, müsstet ihr darauf aufpassen, dass ihr einen entsprechenden TRS-TRRS-Adapter verwendet. Und zu erkennen an den 2 bzw. 3 Ringen hier. Das betrifft nur die Filmerei mit einem Smartphone. Wenn ihr mit einer DSLR-Kamera filmt, könnt ihr ein ganz normales Audiokabel verwenden. Jetzt hört ihr den Originalton vom Rode VideoMic. Ihr hört schon, der Ton ist auch sehr gerichtet. Ich komme sehr klar rüber, es sind wenig Nebengeräusche. Also insofern auch eine perfekte Möglichkeit, um einen hervorragenden Filmton einzufangen. Vorausgesetzt natürlich, der Sprecher ist nicht allzu weit vom Mikrofon entfernt. Wichtig ist natürlich, wenn ihr im Außenbereich filmt, dass ihr so einen Windschutz verwendet, den ihr einfach auf das Mikrofon aufstecken könnt, damit ihr einfach keine störenden Windgeräusche mit im Ton habt und das euch den Ton quasi versaut. Ist uns leider auch schon ein paar Mal passiert und deswegen ganz wichtig, wenn ihr draußen filmt, immer so einen Feldschutz dabei haben. Eine weitere Möglichkeit ist es, um den Ton einzufangen mit so einem Lavalier-Mikrofon. Das ist auch nochmal durch so einen kleinen Feldschutz hier ja vor Plop-Geräuschen oder auch Windgeräuschen geschützt. Und ja, dieses Mikrofon befestige ich hier einfach am Shirt. Mit einem Kabel geht das dann zu einer Sendeeinheit, die ich hier hinten in der Tasche habe. Und diese Sendeeinheit funkt das Signal quasi direkt an eine Empfangseinheit, die ich auf dem Rig befestigt habe. Und von da geht es dann mit einem Spezialkabel direkt weiter ins Smartphone. Das Schöne an diesem Ansteckmikrofon ist natürlich, ich habe den Ton ja quasi so 15 cm direkt unter meinem Mund immer installiert und ich kann mich also bewegen. Also auch wenn ich jetzt weggehe, der Ton bleibt immer gleich. Also ich kann dementsprechend wunderbar ja, durch die Gegend laufen. Also natürlich perfekt, wenn man zum Beispiel Image-Videos macht, wo man irgendwie zeigt und ja, dabei laufen muss und dann hat man immer noch den perfekten Ton. Ebenso natürlich bei Interviewsituationen. Nicht schön ist natürlich so ein Ansteckmikrofon, wenn ihr zum Beispiel einen Kurzfilm dreht oder kleine Spielfilmsequenzen oder sowas in dieser Richtung, weil das stört natürlich. Kein Mensch will sowas dann sehen. Spannende Szene und die Leute haben so ein Ansteckmikrofon da dran. Das geht natürlich nicht. Deswegen gibt es noch eine weitere Art, den Ton einzufangen, nämlich durch sogenannte Richtmikrofone. Wenn ihr schon mal das ein oder andere Behind-the-Scenes-Video gesehen habt, dann kennt ihr auch das hier, die Tonangel. Professionelle Hollywood-Filme werden so gedreht. Ein extra Tonmann ist unterwegs und angelt den Ton quasi von schräg oben. Und damit kann man natürlich auch wunderbar mobil agieren und man hat nicht dieses lästige Ansteckmikrofon. Wir haben hier auf unserer Tonangel ein Sennheiser MKE 600 installiert. Gängig ist auch zum Beispiel ein Rode NTG3-Mikrofon. Damit kann man perfekt den Ton angeln. Beide Mikrofone brauchen eine extra Phantompower. Das heißt, man arbeitet also noch mit einem Aufnahmegerät zusammen. Man hat also quasi erstmal das Mikrofon an einem XLR-Kabel angeschlossen. Das Kabel geht dann quasi in ein Aufnahmegerät rein. Und in diesem Aufnahmegerät befindet sich eine Speicherkarte, wo ihr dann später den Ton mit in euren Rechner überspielen könnt, um ihn dort dann auch zu synchronisieren. Synchronisieren ist natürlich auch ein Thema. Deswegen verwendet man beim Film auch diese Filmklappe, denn durch dieses Geräusch wird der Ton mit dem Bild synchronisiert. Das heißt, das optische Klappen hier ist also wichtig für die Bildspur und ja, das Klappgeräusch ist eben wichtig für den Ton und man braucht quasi nur noch anschließend beides übereinander schieben und schon hat man das Ganze perfekt später synchronisiert und es erspart einiges an Ärger in der Postproduktion. Der Ton bei diesem Richtmikrofon ist, wie der Name schon sagt, sehr gerichtet. Das heißt, wenn ich mich also außerhalb dieses Radius hier bewege, werde ich also doch vom Ton her deutlich schwächer. Man kann mich kaum noch bis wir uns dann gar nicht mehr verstehen. Und das ist natürlich optimal, wenn man gerade im Außenbereich dreht, um störende Nebengeräusche, wie zum Beispiel mal der Rasenmäher vom Nachbarn oder so, dass man das also ausblenden kann. Insofern ist also so ein Richtmikrofon perfekt für eine Filmproduktion, gerade im Freien.
Deswegen solltet ihr auf jeden Fall natürlich im Freien auch noch einen Windschutz verwenden, diesen Blimp, den ihr quasi hier drüber ziehen könnt. Und alternativ auch, wenn es mal ein bisschen mehr windig ist, könnt ihr noch einen Feldschutz überziehen. Und insofern seid ihr also bestens gerüstet für eure nächste Videoproduktion. Der Nachteil bei dieser Art der Tonaufnahme ist natürlich dieser, ihr braucht einen zweiten Mann. Denn ohne Tonmann ist es nämlich schwierig, das Ding hier alleine so zu halten oder zu handeln. Das funktioniert einfach nicht. Man braucht auf jeden Fall einen zweiten Mann. Solltet ihr dementsprechend oft als One-Man-Show unterwegs sein, um eure Videoproduktion zu machen, ist das, glaube ich, nicht die richtige Art der Produktion. Ansonsten auf jeden Fall zu empfehlen, filmen mit einer Tonangel. Selbstverständlich könnt ihr auch mit der internen Kamera eures Smartphones filmen. Doch davon muss ich euch dringend abraten. Ihr hört es hier, der Raumklang ist... ist alles sehr hallig, man hört mich nicht klar, draußen hört man glaube ich sogar noch das Prasseln des Regens und das ist also wirklich nur in Ausnahmesituationen empfehlenswert, wenn man das Smartphone gerade dabei hat und draufhalten möchte, aber nicht bei einem geplanten Filmdreh, also weg damit. Ich befinde mich jetzt hier bei mir am Arbeitsplatz in meinem Büro. Ich habe hier das NT1 von Rode. Das ist ein Großmembranmikrofon mit einem Popschutz, damit der Ton nicht zerstört wird hier, wenn ich mal so diese Pss zu deutlich ausspreche. Und das Studiomikrofon habe ich ebenfalls über einen XLR-Stecker angeschlossen an eine externe Box, die für die Phantomspeisung verantwortlich ist. In diesem Falle von M-Audio, das M-Track. Und diese Box sorgt für die nötige Spannung des Mikrofons. Und von hier aus geht es dann direkt weiter in den USB-Port des Rechners. Das ist also die perfekte Möglichkeit, um eure Videos nachzuvertonen. Und der Ton ist sehr klar, auch sehr gerichtet. Das Großmembranmikrofon leistet hervorragende Arbeit. Und das ist also die fünfte Möglichkeit, um euren perfekten Ton in den Film zu bekommen. Und hier nochmal alle Möglichkeiten im Überblick. Erstens das Aufsatzmikrofon, eine hervorragende Art, um den Ton einzufangen. Ihr habt gerichteten Ton und es ist auch eine wirklich praktische Art, mit der ihr den Ton in euer Smartphone bekommen könnt. Zweitens das Lavalier-Mikrofon, ebenfalls eine perfekte Art, um den Ton einzufangen. Nachteil ist natürlich, ihr habt ein Ansteckmikrofon, was sichtbar im Bild ist. Dafür könnt ihr euch frei im Raum bewegen, perfekt für Imagevideos oder Präsentationen. Drittens die Tonangel. Eigentlich das Hollywood-typische Medium, um den Ton einzufangen. Ihr könnt euch perfekt bewegen im Raum. Die Tonangel sollte natürlich nicht sichtbar im Bild sein. Ihr habt brillanten Ton und damit wirklich die beste Möglichkeit, um den Ton einzufangen. Viertens, das interne Mikro eures Telefons kann ich nur dringend von abraten. Solltet ihr nur im extremen Notfall einsetzen. Jedenfalls nicht bei einer geplanten Filmproduktion. Und fünftens, das Studio-Mikro. Optimal für Voice-Overs, für die Nachbearbeitung. Ohne irgendwelche Störgeräusche und damit auch eine gute Möglichkeit, um den Ton in euren Film zu bekommen. Damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Videotutorials. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wie ihr den perfekten Filmton zu eurem Film einfangen könnt. Stellt eure Fragen, ich beantworte diese gerne in den Kommentaren und wenn ihr Lust habt, schaut euch noch weitere Videos an von unserem Wollfilms-Kanal oder noch am besten abonnieren. Bis dann, ciao, euer Rainer.